Master of Orion Teil 1, wie in der 80er Jahre, wie als Jugendlicher. Mal gucken, ob ich es überhaupt noch kenne. So sah das früher auch aus. Eine Grafik, das war genial. Hat 12, irgendwas MB. Wir hatten echt Angst, es auf die Festplatte zu kriegen. Lange dafür, dass das ganze Spiel nur 12 MB hat. Jetzt erstellt er die ganze Welt. Ich glaube, das hat damals Stunden gedauert. Naja, oder Minuten. Oder halbe Stunden. Das auch in Deutsch. Guten Guten Tag, ich versuche hier gerade Master of Orion 1 aufzunehmen. Also ich nehme es auf, ne? Also. Als wie früher. Doch mal auf. Ja, mach ich. Diese Grafik ist so genial. Ich habe Pop 50. Population. Geht das nicht auf Deutsch? War das früher auch schon in Englisch bestimmt? Okay, was wollen wir jetzt machen? Also wir haben jetzt hier ein Schiff und ich glaube, man muss dann immer irgendwo hinfliegen. Unexplored. Dann flieg da mal hin. Wenn das Schiff dahin fliegen. Zwei Scout und Kolonieschiff. Eins davon und eins davon dahin.
Ja. Ach, so weit kommt er gar nicht. Nur 5 Parzellen. Dann flieg doch mal dahin. Denn das? Next Turn, ne? Jetzt habe ich mehr Leute. Fliegen? Oder ist das auch zu weit weg? Das ist auch zu weit weg. Da vielleicht? Ja, in 3 Turns sind wir da. Flieg los. Fängt jetzt an, hier Staub zu sorgen, während ich eine Aufnahme mache? Kenne ich. Sie möchte dich euch Weihnachten besuchen. Sie war noch nie in Paderborn. Hat sie auch nicht viel verpasst? Ja, kein Problem. Die Hannoveraner möchten gerne mal was Gutes sehen und würden ganz gerne Weihnachten vorbeikommen. Möchten was Gutes sehen? Eine Glatze oder was? Mich? Und ihr redet gerade. Eine Glatze. Wir haben da ja auch Hochzeitstag bald, ne? Ui. Wann denn? Ja, heute rief unser Vermieter an, ne? Und sagte, ich wollte euch zum Hochzeitstag gratulieren. Ich sag, nie da. Bis ein Tag und ein Monat zu früh. 28. Dezember. So, wollen wir mal eine neue Kolonie bilden? Ja, yes. Ui. Was für ein Sound. Spiele gerade No Man's Sky. Jetzt hab ich's gesehen. Halt Update. Kann jetzt Basen bauen und sowas. Koloniename. Erde 2. 2. Das ging vorher nicht, ne? Man konnte immer noch durch die Weltgeschichte reisen, ne? Ja, du musst immer von Planeten zu Planeten und. So, und jetzt? Und es gibt jetzt drei Spielmodi, das ist was sie immer hatten. Von Welt zu Welt reisen und erkunden und sowas. Jetzt gibt es noch einen Kreativmodus und dann auch einen Survival-Modus. Wo ich den Kreativ ist Survival-Modus. natürlich nicht schlecht, ne? Also, Ja, den man probiere kann. ich gerade. Da kannst du mal ein bisschen bauen und probieren und. Medium haben sie auch verändert, die Farbe. So, jetzt muss ich ja auf Erde 2 auch was bauen, irgendwie, ne? Oh, wir haben das echt nächtelang gespielt, aber halt an einem Computer, ne? Und dann war der andere dran und dann war der wieder dran. Wir haben Ja, früher immer Command & Conquer gespielt.
Ja. Gut, konnte man früher auch nur, weil es ja kein Internet gab, über Computer oder dann konnte man sich per LAN verbinden, ne? Ja, entweder so, das war ja ganz früher, war, hatten wir ja immer nur einen PC. Es gab ja auch immer irgendwie nur einen, der einen hatte. Oder man hat sich den Bildschirm geteilt. Solche Spiele gab es ja auch. Ja, bei Formel 1 Rennen und sowas wurde Ne? immer verwirrt wurde es. Ja, aber auch beim Kommandant Conker, da hat jeder seinen Computer mitgeschleppt. Hat sein Auto vollgepackt. Da ist das jetzt schon Das kenne ich besser. ja noch. Ja. Nächster Mensch, aber Schipper, Edition, in der Neupresse. Ja, okay, das kannst du mal bauen. Habe heute Morgen einen Stream gestartet von Habe Landwirtschaftssimulator ich und gesehen. Um 10 Uhr irgendwas hast du gestartet, um 12 Uhr irgendwas habe ich die Nachricht gekriegt. Ich habe gerade gestartet, also ich habe wirklich gerade drauf gedrückt und bin dann bei YouTube, habe die Seite aufgerufen und da waren schon zwei Leute online. Auch Ich habe schön. doch gerade erst gestartet. Ja, waren irgendwie so fünf Leute online. Ich habe ein Flugzeug gebaut. Alles anders aus jetzt hier so ein bisschen. Okay. Habe noch kein Destroyer. Wo sind hier meine Schiffe? Ich habe einen Bomber? War ich doch da bei den Schiffen. Da ist ein Fighter. Da sind zwei Scouts. Wo ist mein Bomber jetzt? Ich habe eben gesagt, dass ich ein Schiff gebaut habe. Sound, Music, FX Only und Silent gibt's. Wir speichern das erstmal und dann probieren wir mal den neuen Master of Orion 4 quasi. So haben wir das gespeichert. Machen wir erstmal Schluss und finden uns dann wieder ein im neuen Teil.